quiere. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Jeden Tag verschwanden Freunde und Verwandte von uns. Die Polizei holte sie ab und schickte sie nach Jugoslawien und Polen. Wir waren über 1000 Roma und alle sollten die Stadt verlassen. Wir flüchteten hierher, weil wir dachten, dass sie sich nicht trauen würden, ihre Polizei herzuschicken. Denn hier liegen unsere Toten. Aber wir täuschten uns und die Polizei kam doch. Und was geschah dann? Die Polizei brach die Türen auf. Sie räumte das Lager und jagte uns auf die Straße. Wir sind dann zu Fuß bis in die Stadt gelaufen, zum Rathaus, um mit dem Bürgermeister zu sprechen. Und was haben die Menschen gesagt, die euch unterwegs gesehen haben? Die Gage haben uns nicht beachtet. Keiner sprach uns Mut zu oder bot uns zu essen an oder eine Bleibe. Was wolltet ihr vom Bürgermeister? Wir wollten ihm sagen, dass es unrecht ist, was er tut. Aber die Polizei verjagte uns vom Rathaus. Zum Glück konnten wir uns dann einige Zeit in einer Kirche verstecken. Wann war das? Am 2. Oktober 1989. Jahre, Pono, Akonigam, Pale, Pono, Jahre, Anegame, Novegame, Pono, Jahre, Novegame, Akonigame, Pono, Jahre, Novegame, Elkwa. Also, wenn der Bibelhaus gesagt hat, wir kriegen keine Aufenthaltsgenehmigung? Ja. Dann gehen wir wieder in Neuengamme, ja. Da hinten mit den Füßen. El qua amen pochinam ra teha pochinam qua. Das haben Amari wir Familie. Amari Familie und ich sage Pabilancia. Weil unsere Familie ist da auch gebrannt. Modad, Mopral, Mipen, Metrinkak, Sap Mudardehi. Ihre drei Onkel, Vater, Mutter, nicht die Mutter, Vater und Mopral, die Tante, Mipen, ihre Brüder und die Schwester, Metrinkak, drei Onkel. Sa. Alle da hinten verbrannt. Nein, gute Pabile, Nigo, Anno, Rat Mudardella in Jugoslawien, Mudardella, kaputt, ein Lager, bababababum. Ein Lager in Jugoslawien haben die auch umgebracht. Während des Krieges, bei den Nazis. Ja. Das gibt eine bestimmte historische Verantwortung gegenüber unseren Menschen. Eine historische Verantwortung, die daraus erwächst, dass über 80% unserer Menschen ermordet wurden. Und dass die Situation, vor der wir heute stehen, eine Situation ist, die man direkt schlussfolgern kann aus dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Menschen sind in diesen, den nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer gefallen, sind durch ganz Europa verschleppt worden. Zum einen und zum anderen sind sie geflohen, haben sich versteckt, sind verstreut gewesen und sind immer noch verstreut, finden sich jetzt zusammen. Und es beginnt eigentlich das, was so in vier Phasen eigentlich in unserer ganzen Geschichte immer abgeht. Zunächst einmal der Kampf ums Bleiben, dann das Durchsetzen dieses Kampfes, dann kommt die zweite Stufe, nämlich die Diskriminierung, dann kommt die dritte Stufe, die Verfolgung, der Pogrom und die Flucht. Und dann beginnt man wieder beim Anfang, nämlich beim Niederlassen, beim geduldet werden, wieder Pogrom, wieder Flucht. Und das ist von Land zu Land verschieden. Das haben wir historisch gesehen durch ganz Europa bis jetzt erlebt, analog dessen, was die Juden erlebt haben, bis sie ihren Staat gegründet haben. Und da man noch bei den Juden von einem historischen Bezug zum Staat Israel ausgehen kann, was man bei uns, wo sollen wir hin? Und kein Mensch weiß, wir wissen nicht mal, wo unser Staat liegt. Wir wissen nur, irgendwann sind wir mal aus Indien gekommen, vor ein paar tausend Jahren. Aber damit hat sich's auch schon. Und somit stehen wir natürlich vor ganz anderen Problemen als alle anderen Völker dieser Erde. Wer ist dieser Mann? Das ist Rutko. Die Familien haben ihn zu ihrem Sprecher gewählt. Er leitet den Streik. Das ist es doch, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Aber ihr glaubt mir nicht.
Ihr werdet noch sehen, was passiert. Jetzt geht es doch erst richtig los. Wartet nur ab. Die wollen uns alle raushaben, einer nach dem anderen. Also wir sind Kirchen, aber linelle Romenza, adischu debri paj vartese Romen, linelle anda kerabri, sutelen sukar potreno raus. In Gelsenkirchen haben sie 50 Leute aus ihren Wohnungen geholt und gleich abgeschoben. Im Moment haben wir hier in Hamburg noch den besten Stand. Wir warten und warten und bis dahin können sie uns einzeln abgreifen. Keiner soll allein raufgehen ins Pieperhaus und seine Duldung verlängern. Bringt sie zu mir. Ich werde schon dafür sorgen, dass sie die Duldung verlängern. Ich muss am Montag hin. Nein, nein, du darfst da nicht hin. Keiner darf wissen, wo du bist. Wie hat der Streik eigentlich angefangen? Alles begann mit der Familie von Verbier. Sie sollte abgeschoben werden. Über 30 Menschen. Aber Verbier war müde. Er wollte sich nicht mehr herumtreiben lassen. Seine Kinder gehen hier zur Schule. Im Konzentrationslager Neuengamme liegen die Toten seiner Familie. Er sagte ihnen, macht mit mir, was ihr wollt. Sperrt mich ein oder schlagt mich tot. Aber schickt mich nicht wieder weg. Verbier war der Erste, der sich weigerte zu gehorchen und das Land zu verlassen. Aber bald folgten ihm die anderen Familien der Stadt. So entstand unser Streik, der nur von Roma geleitet und nur für Roma gemacht wird. Aber der Bürgermeister wollte nicht nachgeben. Er dachte, er kann uns loswerden, so wie man seinen Müll vor die Tür stellt. Also haben wir beschlossen, dass die Männer einen Hungerstreik machen. Wir sagten uns, wir sind so weit gegangen, jetzt können wir nicht mehr zurück. Wir haben den Streik einmal angefangen. Jetzt geht es für uns nur noch nach vorne. Aber warum können wir nicht einfach hier bleiben? Wenn sie hören, dass du Roma bist, dann wollen sie dich nicht. Du bist Zigeuner, sagen sie. Du kannst hier nicht bleiben. Verschwinde aus unserem Land, Zigeuner. Mir ist kalt. Es ist dunkel. Ich spüre den Schmerz vieler Menschen. Ich bin allein. Ich bin tot. Wach auf, mein Kind. Du träumst. Das Volk lernt, dass viel erträgt, wer leidet. Und die Zeit des Leidens ist lang, nur sehen wir ihr Ende nicht. Heute ist der 9. November 1989, der 10. Tag unseres Hungerstreiks. Wir kehren zurück in das Lager, das uns im Sommer noch Schutz bot. In dieser Nacht, vor über 50 Jahren, wurden die Juden und unsere Menschen in Deutschland durch die Straßen gejagt und in die Lager getrieben. Viele Roma sind damals gestorben. Mein Vater hat mir davon erzählt. Aber warum wollten die Deutschen uns töten? Weil wir anders sind. Du bist nicht wie sie. Du siehst anders aus. Die Farbe deiner Haut ist dunkel. Du sprichst eine andere Sprache, denkst andere Gedanken. Du bleibst immer der Fremde, egal wo du bist. Heute, vor einem Jahr, habe ich angefangen, um mein Bleiberecht zu kämpfen und das Bleiberecht für meine 12 Kinder. Brüder, Mano da, mi familia, nesta insadara, ma ripe, saranda pro, te dike saranda pasto, ime sembrane me, esposo grano wa. Ich habe gefragt, meine ganze Familie, die in der ganzen Zeit verloren, ich selbst bin auch verwundet worden. Aber wenn man jemand kommt,
me, jugoslovenovi, poljakovi, saove, avlam, tača, amenemaško, teško i srama da govorim, da te ovaj dobim kultura, da naravno zaostali. Man sagt, wir stammen aus Polen und Jugoslawien, aber wir haben ein Land. Wir sind hierher gekommen, damit unsere Kinder zur Schule gehen können. Und wir haben geglaubt, dass hier ein Land sein kann, das uns eine Zukunft gibt. Mit der Dauer in Gewurba, drin die Wehmer, die Dauer in Gewurba, man die Munker, die man die Partner, die man die Äußere hin. Was ich durchgemacht habe in den letzten Jahren, dazu reichen Worte nicht mehr aus. Was wir durchgemacht haben mit meinen Freunden, die jetzt hier sind, das ist eine Situation, die unerträglich war. Alle Jungs, sie lassen uns bleiben an den Jemaschko, Tatscha. Sag mal immer in das Ohrende. Aber trotzdem haben wir nie den Mut genommen, an Fleischrecht zu denken und an Fleisch für das Fleischrecht zu kämpfen. Sag mal immer in das Ohrende, sie war hier auch eine gute Qualität. Und ich danke euch, dass ihr uns dabei unterstützen wollt. Dies ist der erste Streik in unserer Geschichte. Vorher hat sich niemand getraut, so etwas zu machen. In Jugoslawien zum Beispiel. Wenn wir da so einen Streik machen würden. Ich weiß nicht, was die mit uns machen würden. Die würden uns umbringen. Da hätten wir keine Chance. Woher weißt du das? Ich war in Jugoslawien. In Kumanovo. Ich weiß, wie es ist. Deine Mutter hat hier gelebt, in einem Ghetto nur für Roma. Sieh dich nur um. Unsere Menschen müssen am Rand der Stadt leben, so wie die Schweine zwischen Müllhalden und Schrottplätzen. Ich war hier. Ich weiß, wie es ist. Als Rom kannst du hier nichts machen. Wenn sie mitkriegen, wer du bist, gibt es keine Arbeit, keine Hilfe, nichts. Die Kinder werden geschlagen, wenn sie in der Schule unsere Sprache sprechen. Sie müssen die Sprache der Gagi benutzen, so als ob unsere Sprache nichts wert ist. Sie gilt ihnen so wenig wie unser Leben. Den Vater deiner Mutter haben sie 6 Jahre eingesperrt und die ganze Familie in die Berge gejagt, nur weil er ohne Erlaubnis Kupfersachen verkauft hat. Was ist aus ihnen geworden? Die ganze Familie ist aus Jugoslawien geflohen. Viele wollen fort, aber die Miliz hat den Menschen die Pässe weggenommen. Die Miliz erlaubt uns auch nicht, dass wir außerhalb der Stadt ein Stück Land kaufen, um ein Haus zu bauen. Wir müssen da leben, wo die Miliz uns hinschickt. Nahijam, šukarakate! Dich so pani, so bedno životi, kibuti nahijam, nicht so nahijam. Sehen Sie doch nur, es ist furchtbar hier. Alles ist voller Wasser, überall. Es gibt keine Arbeit, nichts zu verdienen, einfach gar nichts. Das ganze Wasser läuft hier rein, nur weil es keine Kanalisation gibt. Und unser Trinkwasser müssen wir vom Fluss holen. Das kann ich sonst noch sagen. Das ist kein Leben hier. Schauen Sie sich nur um. Wir leben doch hier wie im Dschungel. Hört mal, der Pastor hat mir eben gesagt, dass wir den Kölner Dom verlassen sollen. Wollt ihr denn jetzt gehen?
Es geht hier nicht nur um eine Familie, die man verstecken kann, so wie mit Acevic am Anfang, sondern es war ja, als wir in Köln begonnen haben, eine Masse von Menschen, da über 1000 Menschen daran beteiligt waren. Und da war ganz klar, es gibt nur die einzige Form, in die Öffentlichkeit zu gehen, also öffentlich Schutz zu bekommen. Weil wir davon ausgegangen sind, dass die Politiker, die Polizei dann nicht zugreifen wird, wenn man zunächst einmal abwartet. Und gleichzeitig bestand die Aktion darin, durch Bewegung immer wieder darauf aufmerksam zu machen, auf das Problem, im wahrsten Sinne des Wortes durch Bewegung. Und natürlich durch die Mobilisierung vom Ausland her, auf das Problem aufmerksam zu machen. Das hat ja in Köln eigentlich geklappt. Und zu dem Zeitpunkt begann ja analog dessen, was wir dort gemacht haben, so an uns vorbeizuziehen, diese deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Und es ist schon bezeichnet eigentlich, dass je mehr sich die Grenze zum Osten öffnete, je mehr man so zusammenschmolz, mehr oder weniger, je mehr fielen wir hinten ab und man ging zu einer offenen Brutalität. Man hat verlor jede Schamgrenze, immer mehr. Das hat ja auch nachher bewiesen, als diese Zusagen in Köln gemacht worden sind, in Nordrhein-Westfalen dann vom Innenminister widerrufen worden. Inwiefern hat denn diese Aktion den sozialen und kulturellen Zusammenhalt der Roma in der Bundesrepublik gestärkt? Ja, es war eine unheimlich schwere Aktion am Anfang. Es gibt verschiedene Gruppen, verschiedene Stämme, die eigentlich seit Jahrhunderten sehr intakt als Gruppe leben, aber wenig mit anderen Gruppen zu tun haben wollen. Und hier bestand einfach das Problem, all die Menschen zusammenzubringen, sie zu einem gemeinsamen Kampf aufzurufen, zu einer gemeinsamen Aktionsform. Und das hat geklappt. Das hat bisher niemals in dieser Form stattgefunden. Das kam über die Familiengrenzen hinaus, über die Sippengrenzen hinaus. Unsere Menschen zusammen kämpfen für ein Anliegen, nämlich ihre Menschenrechte einzufordern. All das, was für alle anderen Völker sehr natürlich ist und sehr eigentlich zum Alltag gehört. Dieses ist für uns eigentlich ein sehr großer Schritt gewesen in dieser Richtung. Erzähl mir, was in Köln passiert ist. Über 5000 Roma sollten abgeschoben werden. Sie sagten, es gibt keinen Platz mehr für uns, weil Deutschland jetzt größer geworden ist. Wir haben die Kirche um Schutz gebeten und versammelten uns alle im Kölner Dom. Aber die Kirche wollte uns nicht helfen. Sie drohten uns sogar mit der Polizei. So gingen wir auf die Straße. Es war Januar, das Wetter war sehr schlimm. Wir zogen wochenlang von Stadt zu Stadt. Wir schliefen in Turnhallen und Kirchen. Bald wusste die Regierung nicht mehr, was sie tun sollte. Jeden Tag kamen neue Familien dazu. Es wurde immer schwieriger, uns unterzubringen und zu versorgen. Aber sie trauten sich auch nicht, uns mit Gewalt aus dem Land zu treiben, weil wir zu viele waren. Also haben sie schließlich nachgegeben und uns versprochen, dass wir bleiben dürfen. Er hat also schon Medikamente. Die Medikamente und die Kopfschmerzen. Hat sie schon, ja. Aber wenn es so ist, wie du erzählst, warum seid ihr denn noch immer unterwegs? Überall in Deutschland waren jetzt Stimmen zu hören, die sagten, die Roma müssen weg. Im Sommer begannen sie, die Menschen aus Bremen abzuschieben. Die Bremer kamen zu uns und baten uns um Hilfe. Denn wir hatten schon Erfahrung. Also sind wir wieder losgezogen, auf einen neuen Bettelmarsch. Diesmal quer durch Deutschland. Wir
waren viele, viele Menschen. Roma aus Bremen, Bremerhaven, Niedersachsen, Baden-Württemberg und wir, die wir schon in Hamburg und Köln dabei waren. Negociam toro, sa toro dizia pira, amen amen nisa vidis. Amen na makati amare chaven ke te jivinen. Amen toro shisti ja. Wir kommen aus aller Herren Länder. Wir haben kein Land. Seit dem 6. Januar bin ich jetzt im Streik, seit wir im Kölner Dom waren. Unsere Kinder sind inzwischen alle krank. Aber wir glauben an unser Recht. Die ganze Lügen. Wir sind doch wenig wert. Wir wollen einfach nur leben, damit uns Kinder eine Zukunft haben. Amen siam nai du magaji vinai, shukar jivot mi sama alterne. Chave amare da posteri da isilinsa tva, koko kolina starga, kotro starga, kosile nuj odva, rioma, brokitis, isilim, Asthma. Viele von uns haben Asthma. Erst Bronchitis, dann haben sie Asthma bekommen und Lungenentzündung. Meine Füße schmerzen. Sie fühlen sich schwer an. Wir sind zugelaufen, über 500 Kilometer. Ich glaube, dass viele das nicht wagen wollen, aber sind wirklich gelaufen von einer zu anderen. Keiner achtet doch darauf, ob wir angezogen sind oder nicht. Das interessiert eigentlich niemanden. Wir bedeuten niemandem etwas. Wir müssen auf dem Beton der Straße leben. Das ist unsere Zukunft, die Straße. Wir sind gelaufen und ein furchtbarer Wind kam uns entgegen. Wir sind gelaufen und der Regen durchnässte uns, so dass wir aussahen wie die Fische, die man aus dem Wasser zieht. Wir sind gelaufen und die Sonne brannte auf dem Teer der Straße. Während des Krieges haben die Nase Roma. Und die Großhätte und Herrenbau keinen mehr, der das Wissen an uns weitergeben konnte. Deshalb sind wir ja auch in unserer Entwicklung stehen geblieben. Wir Jungen haben beschlossen, dass das kein zweites Mal passieren darf. In der ganzen Welt gibt es keinen Roma-Staat. Aber unsere Kinder, die hier geboren sind, fühlen sich eigentlich als Deutsche. Ja, das ist unser größtes Problem. Die Frage stellen wir uns ja alle. Was soll mit unseren Menschen geschehen, die hier oder dort geboren sind? Ich zum Beispiel bin in Rumänien geboren, aber ich bin Rom. Wir haben versucht, uns zu retten. Wir wurden ständig herumgetrieben. Überall haben wir versucht, Papiere zu bekommen, mal hier, mal dort. Eigentlich ist unsere Geburt überhaupt nichts wert. Es ist egal, wo wir geboren sind. Denn wir haben nur die Möglichkeit, dort zu leben, wo man uns duldet. Der erste Streik hat vor einem Jahr in Hamburg stattgefunden. Beim zweiten Streik in Köln warst du auch dabei. Und jetzt beim dritten. Haben die Deutschen euch denn irgendetwas versprochen? Nein, sie belügen uns. Niemand will die Roma haben, nur Gott. Aber nun ist es uns auch egal, was Gott über uns denkt. Wir müssen irgendwo einen Platz für unsere Zukunft finden. Bei den ersten beiden Streiks hatten die Minister nicht versprochen, dass ihr bleiben könnt? Und ist das jetzt nicht so eine Art Generalstreik für alle Roma? Beim ersten Streik haben uns die Minister aus Deutschland irgendetwas versprochen. Mal für 10 Leute, mal für 20. Wir sollten uns untereinander zerstreiten. Aber jetzt sagen wir, alle oder keine. Ja, Mardes, Mardes. Ach, du schon kennst.
Mangiava cheques in tutto. Ah, un altro. Russo. Metti. Gorbaciov. Metti già. Ich bin nicht so gut. Никогда не го става толкова Schön. Nicht löschen. Wir sollten das schon ausmachen. Ja, und wir zogen nach Bonn. Wir wollten unsere Anerkennung als heimatlose Flüchtlinge. Aber der Bundeskanzler hatte keine Zeit für uns. So liefen wir weiter. Deutschland wollte uns nicht. Also sind wir Richtung Aachen gezogen, zur holländischen Grenze. Wir wollten nach Holland, weil wir gehört hatten, dass die Holländer Roma in ihrem Land aufnehmen. O Kamerun na prinas ne kodrumo. O Chavia Marisa prinas ne nasvalik saku bolnice. Die schwangeren Frauen sind unterwegs zusammengebrochen. Viele mussten in Krankenhäuser. Während des Streiks sind Kinder geboren worden. Und morgen gehen wir mit unseren Kindern zur Grenze. So wie sie sind. Einige haben nichts Ordentliches anzuziehen. Andere haben keine richtigen Schuhe. Und es hat stark geregnet. Viele von uns haben Fieber. Keiner ist wirklich gesund. Morgen an der Grenze habt ihr da Angst, ihr Frauen und Kinder? Naja, Angst hin, Angst her. Irgendetwas müssen wir ja tun für unser Leben. Wir glauben an unser Recht und wir werden weitermachen. Und wenn uns die Bundesrepublik Deutschland nicht will, gehen wir dann nach Holland? Wir machen weiter, bis wir das bekommen, was uns zusteht. Eine Zukunft für unsere Kinder. Wir haben für den Streik unsere Gesundheit geopfert und wir werden nicht aufgeben. Ihr seid bereit zum Sterben, nur um euer Bleiberecht zu bekommen? Wir waren schon tot, als wir geboren wurden. Wir leben hier wie die Geister, die durch die Gegend laufen. Unsere Kinder sind krank. Wir haben keine Zukunft. Wir haben kein Haus wie die Deutschen. Unsere Roma aus Amerika, aus Indien, aus der Türkei, aus Rumänien, alle Roma haben das gleiche Schicksal. Die, die hier sind, wissen das. Aber alle anderen müssen davon erfahren, dass wir im Streik sind, damit sie sich uns anschließen und sich erheben. Sie wissen es noch nicht. Sonst wären sie hier an unserer Seite. Denn das ist der einzige Weg. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr müsst wissen, dass uns niemand verhaften wird. Wir sind in diese Stadt gekommen, aber die Stadt will nicht die Probleme, für die das Land verantwortlich ist. Und das Land will nicht die Probleme der Stadt. So schieben sie das Problem hin und her, denn sie haben Angst vor uns wie vor heißen Kohlen. Einer will sie dem anderen in die Hand drücken, aber keiner will uns anfassen. In dem Moment, wo uns Holland nicht reinlässt, machen wir Folgendes. Wir setzen uns alle hin und sperren dadurch die Grenze. Wir setzen uns hin und machen nichts. Ob es regnet oder nicht, wir bleiben dort. Wenn sie uns zu essen geben, nehmen wir nichts, wie abgesprochen. Wir wollen nicht ihr Essen, wir wollen Aufenthalt. Beschatz. Habete den Amir.
Wir nehmen von denen nichts, keinen Tee, keinen Kaffee. Wenn es darauf ankommt, wird uns Holland schon was bringen. Von den Holländern nehmen wir es, von den Deutschen nehmen wir nichts. Von den Deutschen nehmen wir die Aufenthaltserlaubnis, von den anderen den Tee. Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben, wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen weiter nach vorn und auch wenn wir nicht gewinnen, so zeigen wir doch unseren Menschen, dass wir Mut hatten, dass wir es ausgehalten haben, dass es nicht unsere Schuld war, wenn wir gescheitert sind, dass wir nicht zerbrochen sind. Wir zeigen ihnen, wer Roma sind. Wir zeigen den Gage unsere ganze Geschichte. Dass wir auch Menschen sind, die ihr Leben in die eigene Hand nehmen können. Und wir zeigen unseren Kindern, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor den Gage, vor der Polizei. Kommt, wir zeigen es ihnen und gehen weiter. So wie wir gesagt haben, Autos vorweg, Frauen hinten, Männer vorn und Gott mit uns. Sarsopendam, Autoriangal, Jubla Palal, Murs Palal, Strajitas. Allá está Marodromo del Tumenza. Aber ich verweigere Sie den Zutritt. Wir würden Sie trotzdem bitten, ob es keine Möglichkeit geben würde. Ja, wir haben schon einige von Ihren Leuten aufgenommen. Wenn Sie kein nicht über die richtigen Papiere sehen lassen können, um Sie und Ihren Volk zu weigern. Ja, das Problem ist, dass wir in der Tat keine Papiere haben. Ja. Wir sind gar nicht existent. Wir haben Anträge bei der Bundesregierung gestellt. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen. Wir waren vor ungefähr einer Woche im Bundeskanzleramt und haben dort Papiere beantragt. Außer einem Lächeln und einem Achselzucken hatte man nichts anderes für uns übrig. Der Bundeskanzler musste zu dem Tag, hat keine Zeit gehabt, uns zu empfangen, er musste ein Tor schießen. So kam es, dass er uns nicht empfangen konnte, mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun gehabt. Das Problem, was wir in der Tat haben, ist, dass wir über keine Dokumente verfügen. Wo sollen wir hin? Holland hat gesagt, das ist ein deutsches Problem. Die Holländer wollen uns nicht aufnehmen. Sie haben gesagt, wir sollen hier bleiben in Deutschland. Leute, was wollt ihr denn jetzt? Wollen wir hier bleiben? Gut, dann machen wir jetzt, was wir vorher abgesprochen haben. Geht nicht zur Seite, das ist gefährlich, weil wir nicht wissen, was dort ist. Wir müssen jetzt hier bleiben, das ist kein Spaß mehr. Wir gehen davon aus, dass wir nicht mehr zurückgehen können nach Deutschland. Und Holland will uns jetzt auch nicht aufnehmen. Was sollen wir denn machen? Roma! 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 Ro
Wir haben ja am Anfang immer diese Art Befürchtung gehabt, dass wir diejenigen sind, die reagieren, dass die Behörden diejenigen sind, die agieren. So war es ja auch. Mittlerweile ist es aus unseren Aktionen heraus zu einer ganz neuen Situation gekommen, nämlich zu der, dass wir diejenigen sind, die agieren und die Behörden sind, die sehr hilflos reagieren auf uns, die mit dieser Form des Widerstandes gerade in der Bundesrepublik überhaupt nichts anzufangen wissen. Die mit dieser Form des konsequenten Widerstandes, wobei man wirklich auch alles hineingibt, was man selbst besitzt, auf physischer und psychischer Kraft, eine Herausforderung ist, mit der dieser Staat überhaupt nicht umgehen kann. Er kann mit Gewalt umgehen, er kann mit Menschen umgehen, die sich politisch betätigen, die eine Ideologie verfolgen. Aber er kann nicht mit Frauen, Kindern, mit Minderheiten umgehen, die nichts anderes wollen als Menschenrechte. Menschenrecht jenseits dessen, was man im Grundgesetz verankert hat, was man als Ausländerrecht bezeichnet und ich weiß nicht was. Einfach ein Recht, das jeder Mensch mit Geburt bekommt. Wir haben mit dieser Grenze hier gefangen, nur für Bleiberecht bekommen. Wir wissen nicht, in dieser Grenze, ob wir Bleiberecht noch bekommen. Das wissen wir nicht, was die Deutschen zu uns sagen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, und wenn mein Lehrer fragt, wo warst du, dann sage ich einfach, ich habe einen Streik gemacht. Und sie wissen das nicht, was das ist. Ich sage dann, ich habe marschiert für Bleiberecht. Dann erkläre ich das weiter. Also ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn jemand anderen will, dann kann er sagen. Ich nicht. Wo wollen die deutschen Behörden euch denn wegschicken? Wohin müsst ihr denn, wenn sie euch ausweisen? Nach Jugoslawien. Überall. Wir müssen dann überall, dann müssen wir wieder zurück in Jugoslawien gehen. Nein, wir wollen weitergehen, den Streik. Wir wollen weitergehen, wir wollen den Streik weitermachen. Wir bleiben hier. Wenn wir jetzt nicht, warte mal, wenn wir jetzt nicht Bleiberecht kriegen, dann marschieren wir weiter. Bis Hollandia und die anderen Länder, wenn wir Bleiberecht bekommen, dann freuen wir alle. Der Bundesminister des Innern nimmt zu den Forderungen der Roma auf Gewährung eines Gespräches über die betreffenden grundsätzlichen Fragen des Ausländerrechts die folgende Stellung. Erstens, die Durchführung des Ausländergesetzes einschließlich der Entscheidung über die Staatenlosigkeit von Personen und ihre Behandlung nach der Genfer Flüchtlingskonvention fällt in die Zuständigkeit der Länder, im vorliegenden Fall also des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Bundesminister des Innern lässt sich ohnehin nicht durch Unrechtshandlung Gespräche aufzwingen. Ungeachtet der Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen ist er bereit, einer kleinen Delegation der Roma Gelegenheit zu einer baldmöglichen Unterredung mit Experten des Bundesinnenministeriums zu geben. Einzelheiten, insbesondere Festlegung über Ort und Zeitpunkt des Gesprächs, werden auf dem üblichen Wege schriftlich getroffen. Dass sie sich nicht schämen, ne? So einen Blödsinn zu schreiben. Das zeigt, es ist immer das Problem, wenn so Krämer zu irgendwas Besonderem werden. Das heißt also, heute Nacht bleibt ihr hier? Sicherlich, wo sollen wir denn hin? Also wir bleiben erstmal hier. Man wird entscheiden müssen, entweder uns räumen oder Bleiberecht geben. Zwei Möglichkeiten. Das heißt auch, die Holländer lassen die Grenze erstmal zu? Ja, sicherlich. Die lassen erstmal zu, weil sie Angst haben, dass wir rüberkommen. Und so lange bleibt die Grenze dicht.
Warten wir es ab. Das Wetter wird auch schöner. Dann wird das Regen. So. Und? Nein, keine Regen. Bleiben wir hier? Bleiben wir hier! Okay. Moin, Kaffee, moin. Ja, kannst du lieber jetzt? Ah, bitte ja. Und ihr habt wirklich nichts von ihnen angenommen? Kein Tee, kein Kaffee? Kein Essen, keine Decken, keine Ärzte. Sie boten uns eine leere Schule für die Nacht an. Dort sollten wir auf eine Antwort warten. Aber wir blieben hier 6 Tage und 6 Nächte. Wir hatten einfach nur gewartet, dass irgendeine Seite sich bewegt, dass die Deutschen sagen, ihr könnt bleiben, oder die Holländer, dass wir kommen dürfen. Denn es war an ihnen, uns zu antworten. Aber nichts geschah. Es gab kein Zeichen. Dann wurde das Wetter immer schlechter. Aber das war kein Hindernis für uns. Es gab keine Mauer, über die wir nicht gestiegen wären. Wir sagten uns, das ist überhaupt nichts. Wir bleiben. Und so sind wir geblieben. Aber das kann doch nicht sein, dass die Garde nur die Augen schließen und nicht sehen wollen, was geschieht. Es hat sich ein bisschen was bewegt. Wir haben gerade gehört, dass auf der Innenministerkonferenz man sich überlegt, zu einer gemeinsamen Regelung zu kommen. Eine bundeseinheitliche. Es sind in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein zunächst einmal Abschlussstopps verhängt worden bis zu dieser Länderinnenministerkonferenz. Ja, und daraufhin haben wir die Leute erstmal nach Hause geschickt, weil das Wetter war katastrophal und hier hat auch bald keiner mehr verstanden, warum wir das hier machen. Ja. Weil der unmittelbare Druck ja auch weg war, also diese Abschiebegeschichte. Kann man dem denn trauen? Kann man dem glauben? Sind die Leute jetzt sicher, wenn sie jetzt nach Hause gehen in ihre Städte? Ja, zunächst einmal kann man ihm insofern trauen, wenn ein Abschiebestopp da ist und er mit schriftlich, dann ist er erstmal da. Ja, ja. Nur was danach ist, da traue ich ihm so ganz genau nicht über den Weg. Und wie recht er hatte, ihm nicht zu trauen. Wer spricht da? Das ist Sumra. Sie haben Ihre Familie gleich am nächsten Tag abgeschoben. Aber Sie haben euch doch Ihr Wort gegeben, dass ihr bleiben dürft. Was ist denn geschehen? Sie kamen sehr früh am Morgen, als wir noch schliefen. Wir waren alle sehr erschrocken. 6 oder 7 Männer kamen rein. Sie schoben meinen Vater zur Seite. Dann haben sie uns ein Papier vorgelesen. Was war das für ein Papier? Ich weiß nicht. Ein Papier, dass wir nach Jugoslawien müssen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Sie haben unsere Sachen aus den Schränken geholt und auf den Boden geworfen. Dann brachten sie uns raus auf die Straße. Wir mussten in ihr Auto steigen. Mein Vater wollte nicht. Er sagte, ihr habt es uns versprochen. Aber sie wollten nichts hören. Dann brachten sie uns weg. Waren noch andere Leute auf der Straße? Deutsche? Ja, ein paar. Und was haben sie gemacht? Nichts. Sie haben zugeguckt. Als die anderen Familien hörten, dass der Bremer Senat sein Versprechen nicht einhält und die Menschen aus den Wohnungen holt, flüchteten sie sich in das holländische Konsulat in Hamburg und baten dort nochmals um Aufnahme. Und was taten die Holländer? Sie sind gagé, wie die Deutschen. Sie wissen nicht, was es heißt, als Rom geboren zu werden. Sie sagt, ja, kriegen Sie die Bleiberecht, wenn wir kommen nach Hause, dann kommt die Polizei, vielleicht morgen um 3, 4 Uhr, nimmt die Familie und Flugzeug direkt nach Jugoslawien. Ja, wir haben eine Familie hier.
Da tue ich mich sehr zäh, ja? Der muss heute raus. Heute. Am Freitag, letzte Freitag, hat die Polizei dreimal in die Wohnung gegangen, hat gesucht. Weil wir waren in der Reme. Versteckt. Ja, versteckt. Also, wir müssen die Leute dann sicher unterbringen. Und auf diesem Grund, alle anderen haben wir Angst. Ja. Das ist normal. Ja. Und die haben einfach uns belogen. Die haben dafür Argumente, was die haben uns besprochen haben damals. Die spielen mit uns. Die wollen alle anderen aufnehmen, nur uns nicht. Was glaubt ihr, wie das heute hier weitergeht? Ja, wir bieten jetzt zum Beispiel Schutz von der holländischen Seite, wenn die wollen uns aufnehmen. Und wir warten jetzt. Dann haben wir keine andere Möglichkeit. Meine Damen und Herren, leider muss ich Ihnen jetzt zum letzten Mal fragen, und ich bitte Sie sehr darüber, um wegzugehen. Sie sehen hier hinter mich die Polizei. Ich bedauere es 10-mal noch mehr, aber Sie müssen gehen, freiwillig gehen. Und wenn Sie das nicht machen, dann wird die Polizei eingreifen müssen. Also ich möchte Sie nochmal bitten darum, warum wir auch hierher gekommen sind. Wir wollten ja von Ihnen Schutz haben, von den niederländischen Vertretungen hier. Es ist. Und wenn dies nicht gewährt werden kann, gut, dann müssen wir das tun, was Sie wollen. Sie wissen, dass wenn wir hier raus müssen, die Bremer Ausländerbehörden diese Menschen abschieben wird. Nicht die Hamburger Polizei, die viel mehr damit nichts zu tun hat, aber die Bremer Behörden werden diese Menschen abschieben. Und damit ist ein Entschluss der niederländischen Behörden. Nein, bestimmt nicht. Sie haben die Chance gehabt, mit uns zu sprechen, mit uns den ganzen Tag zu sprechen. Und ich muss Ihnen sagen, und das kann ich auch genau sagen, wo die Herren von der Presse bei sind, wenn Sie hier rumgucken, dann kann man sich doch vorstellen, dass hier keine 50 Menschen in einer Nacht in solch ein kleines Zimmerchen verbleiben können. Ohne Futter, ohne Essen, ohne Trinken oder was. Aber daraus können Sie auch sehen, wie kritisch die Situation für die Menschen ist, dass Sie dies alles auf sich nehmen. Wir würden Sie wirklich nochmal darum bitten, wenn Sie sich das mal überlegen könnten, uns die Möglichkeit zu geben, hier so lange uns aufzuhalten, bis eine Nachricht auch aus Ihrer... Das Nachricht habe ich gehabt. Und deswegen spreche ich Ihnen zu, freiwillig zu gehen oder leider mit dem starken Arm. Das heißt also, die Polizei ist gezwungen, wenn die Gruppe das Gebäude hier nicht verlässt, ist gezwungen, notfalls auch mit Gewalt den Raum zu räumen. Sicherlich, müssen Sie tun. Ich weiß nur nicht, ob allen das hier klar ist jetzt, dass Sie das vielleicht nochmal dem kann afrontar-se a milícia que nem que Musa estava no parlamento, que ele não me caixa na briga. Também se janta a briga, né? Não! Da muss ich leider die Herren von der Polizei etwas bitten, mir zu helfen, ihnen auszubleiben. Bitte schön. Warum? Das weiß der Herr Kaczynski alles. Wir sind auch Menschen. Aber wir gehen ihn draußen nicht. Wir bleiben hier, immer noch hier. Nein, wir gehen nicht draußen. Look, mit jetziger Zeit, ne? Darf ich mal was sagen? Wir haben jetzt den Auftrag, Sie hier aus diesem Raum rauszubringen. Da lassen Sie mich erstmal wieder ausreden. Vielleicht können Sie mal übersetzen, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Das ist kein angenehmer Auftrag für uns. Wir würden lieber was anderes machen. Aber wir werden diesen Auftrag durchführen. Und zwar ganz vorsichtig. Keinem von Ihnen wird irgendetwas passieren. Jeweils immer ein Polizist oder zwei Polizisten nehmen einen von Ihnen mit runter und bringen sie vor die Tür. Ich würde vorschlagen, dass die Mütter mit ihren Kindern zusammenbleiben und die Kinder dann auf den Arm nehmen und runtergehen, damit auch wirklich nichts passiert. Alles wird ganz in Ruhe gemacht. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ja? Und ist sie erwachsen? Okay. Okay.
Geweinen. Und dafür hat meine Mama alle haben geweinen. Mein Bruder, die Polizisten haben rausgeschmissen. Sie hat so gemacht. Und seine kaputt Bruder, mein Arme auch gemacht. Haben Sie die Arme euch ganz verdreht? Ja. Und mein Cousin, der hat ganze Arme oben gebracht. Und der konnte nichts machen. Wenn die Situation ist, dass er sauer ist. Mira, isso trashava mate aven irat sara averen so ade telenen ki di almanda te aven telenen es aven sar na mi shoko dove ser trashasa tori polisi sie hat selber auch davon angst dass sie nach Hause gehen und wie sie das bei vielen gemacht haben, dass die Polizei einfach abends reinkommt und die einfach mitten in den Zug und ab nach Hause schicken. Davor hat sie Angst, davor haben alle Angst. Die Situation ist für alle gleich. Die kommen ohne Ankündigung, einfach ohne Ankündigung. Ja. Was ist hier in Bremen auch schon passiert? In Bremen, da sind die Lokodaki, alle die Leute in Manuschen. Ja, Line Familien. Ja, transportiert. Die haben zwei Familien schon abgeholt und sofort zum Flughafen gebracht. Mit Flugzeug, damit die auch schneller von Deutschland weg sind. Der sogenannte Zigeuner ist ja kein Mensch, sondern ist ein soziales Ding, was es gilt, befrieden, zu missionieren, zu assimilieren und wenn alles nicht klappt, vertreiben.
Was ist denn aus den Versprechen in Nordrhein-Westfalen nach des Bleiberechts geworden? Nun, zunächst einmal ist nichts daraus geworden. Es ist dann modifiziert worden in ein Deportationsprogramm, in ein Umsiedlungsprogramm, in dem man 11 Millionen Mark zur Verfügung stellt, um 1400 Roma aus Nordrhein-Westfalen zurück zu integrieren in die armen Slums, in die Ghettos von Stuttgart, von Skopje in Jugoslawien. Also es geht hier auch nicht ums Geld, das beweist es einfach. Wenn man 11 Millionen Mark für das Loswerden der Menschen zur Verfügung stellt, dann geht es hier in der Tat nicht ums Geld. Es geht, und das ist das, worauf wir immer wieder stoßen, einfach nur um Vorurteile, um Rassismus. Man will diese Menschen nicht. Und hier sollen wir hin? Ja, hierhin, nach Schutka, in das Roma-Ghetto von Skopje. Über 40.000 Menschen leben hier. In Schutka gibt es keinen Strom, keine Kanalisation, keine Müllabfuhr, kein fließend Wasser, keine Ärzte, keine Arbeit. Haben Sie in Deutschland gesagt, dass Sie Rom sind? Ja. Was haben die Gerichte gesagt, dass Sie Rom sind? Ο Σούδια Βακεριάδη κατρεβόνι στη Πόστα που κατεβοδινέται η Ρωμαίνια κανά, κοσίνουνε κοσούδο. Das Gericht hat gesagt, dass ich als Rom kein Recht habe, in Deutschland zu bleiben. Dann habe ich gehört, dass in Düsseldorf und Köln Roma für ihr Bleiberecht gestreikt haben. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Sie haben mit Rechtsanwälten und Ministern verhandelt. Sie versuchen alles, um unser Recht als Rom durchzusetzen. Und wovon leben Sie jetzt? Haben Sie jetzt Arbeit hier? Nein. Keine Arbeit? Keine Arbeit. Wovon leben Sie? Wovon? Pisale, Privatarbeit. Wann haben Arbeit privat, wann nicht haben. Es ist ein Hause. Und wie lange sind Sie jetzt schon wieder hier? 6 Monate. Und was wollen Sie machen? Wollen Sie zurück nach Deutschland? Ja, ich wollen Sie kommen von Deutschland. Keine Pass. Wer hat den Pass? Die Polizei? Ja, genau. Seit 20 Jahren lebe ich hier in dieser Hütte mit 8 Menschen. Ich bin zu den Behörden gegangen, zu Komitees. Ich habe mich an alle möglichen Stellen gewandt. Aber hier hilft dir keiner. 8 Menschen leben hier, sehen Sie? Es ist hoffnungslos. Ich bin der Einzige von uns, der ab und zu arbeitet und etwas Geld verdient. Aber das ist nicht genug. Die Behörden helfen dir überhaupt nicht. Die haben gesagt, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch nach Deutschland und sieh zu, wie du dort klarkommst. Aber wie soll ich nach Deutschland kommen ohne Pass und ohne Geld? Hier hilft dir niemand. Du kannst hier verrecken. Es gibt keine Arbeit, keine Hilfe, nichts. Du kannst machen, was du willst. Du hast keine Chance. Was habt ihr getan, als die Deutschen euch sagten, dass ihr nach Stuttgart müsst? Wir versuchten, in die Schweiz zu kommen, nach Genf. Dort wollten wir uns unter den Schutz der UNO stellen. Aber als die Schweizer sahen, wer wir sind, schlossen sie die Grenze. Die Botschaft rief uns gestern noch an bei uns im Büro. Und es schien so, dass alles soweit klar gehen würde. Wir haben, wie gesagt, ja, was klar, dass sie wir einreisen dürfen. Mit der gesamten Gruppe oder ja. Nur mit einer Delegation? Ja, das ist ja die Delegation.
sind ja alles Vertreter von Familien. Manchmal ganze Familien, aber größtenteils sind es alles nur einzelne Vertreter von Familien. Weil Herr Kamps uns heute Morgen informiert hat, dass nur circa 5 Personen. Das hatten wir uns überlegt. Ja. Nur nach den neuen Informationen, die wir haben, war das. Jetzt muss ich Sie also an die Schweizer Kollegen übergeben. Ja, damit sind Sie da richtig. Also von unserer Seite her muss ich vielleicht prinzipiell etwas sagen. Wir sind hier auf ausländischem Hoheitsgebiet. Und für Ruhe und Ordnung sind die deutschen Gerichte zuständig. Hingegen gewähren sie uns Schutz wie den eigenen Bediensteten. Im Dienst, während in der Zone. Und für uns ist bis an die Landesgrenze und ab Landesgrenze, dort würden wir also dicht machen. Vorläufig. Ich weiß nicht, es ist noch ein UNO-Vertreter. Irgendwie habe ich gehört, dass der für Verhandlungen bereit ist, aber wie weit das ist, das weiß ich nicht. Das wissen Sie jetzt, das ist jetzt Ihre Information. Jawohl, es ist irgendetwas. Ist genau die gleiche Information, die wir auch haben. Wobei wir die letzte Information hatten, dass wir in Basel dieses Gespräch haben werden und dass es die Möglichkeit geben soll, mit unseren Menschen zu sprechen. Deshalb sind wir, weil es gab wie weit das ist, weiß ich nicht. Ich würde vorschlagen, die Autobahn freizugeben, hier in den Sack zu fahren und hier das Weitere abzuwarten. Das müsste ich mit den Menschen besprechen. Ja. Sunen, Tabore, Sunen. Okay. Tamas Kotek im Maibarenenga, an der Schweizer Rot, an der Namzokatka. Wir waren da drüben bei den Vertretern von denen, bei den Schweizern und den Deutschen. Sie haben ebenfalls Kontakt zu den Vertretern der UNO. Sie warten. Aber sie wissen noch nicht, ob jemand von denen hierher kommt. Sie haben mich darum gebeten, euch zu sagen, dass ihr die Autobahn wieder freimacht, damit die Grenze wieder geöffnet werden kann. Wir werden hier nicht weggehen. Wir gehen nur, wenn sie uns zeigen, wo unser Land ist. Dann gehen wir schon von selbst. Denen geht es doch bloß darum, dass die Grenze wieder offen ist. Die interessiert überhaupt nicht, wohin wir gehören und was aus uns wird. Sie wollen nur, dass wir hier so schnell wie möglich wieder abhauen. Wir gehen aber nirgendwo hin. Wo könnten wir auch hingehen? Wir bleiben hier. Sag ihnen doch, wenn sie uns zeigen, wo unser Land ist, dann gehen wir dahin. Es ist wieder Winter geworden. Wieder stehen wir vor einer Grenze. Und wieder werden wir abgewiesen. Alles beginnt von neuem. Die Verhandlungen mit der Polizei, mit Politikern, den Behörden, den Hilfsdiensten. Anwälte kommen und beraten sich. All das kennen wir schon. Es wiederholt sich. Auf der Straße sind wir gefährlich für sie. Aber sobald dann alle zu Hause sind, brechen sie ihr Wort und schicken die Polizei. Aber gilt denn den Gagés ihr Wort überhaupt nichts? Nein, nicht viel. Sie handeln wie Menschen ohne Ehre, sind dafür aber voller Angst. Wie können wir ihnen denn Angst machen? Wir sind doch nur wenige. Und wenn wir nur eine Handvoll wären, sie wollen uns nicht. Wir sind Roma. Unsere Geburt steht uns im Weg.
Wieso werden einige Menschen als Roma geboren und andere als Deutsche? Das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Aber Gott hat uns auf der Straße vergessen. Wir werden jetzt auf den Parkplatz gehen. Ich habe Sie aufgefordert, für ein bisschen Verpflegung zu sorgen, bis wir zurückkommen. Nein, wir wollen nicht weggehen. Wir wollen kein Essen von Ihnen. Wenn ihr wollt, können wir hier bleiben, aber dann werden sie uns räumen. Da könnt ihr hundertprozentig sicher sein. Die warten doch nur auf diesen Vorwand, weil wir ihnen nicht entgegengekommen sind. Wir müssen den Spieß umdrehen. Sie müssen schuld an einer Räumung sein, nicht wir. Wir sind doch ganz umgängliche Menschen und wir haben ganz normale Forderungen. Nur wenn sie unsere Forderungen nicht erfüllen, dann tun wir das, was sie für richtig halten. Unser Problem ist, wenn wir nach Hause gehen, ohne in Genf mit jemandem gesprochen zu haben, wozu waren wir da eigentlich hier? Außerdem sperren wir die Autobahn sowieso nicht richtig. Die ganzen Autos fahren hinten rum. Ich und die Delegation und der Anwalt fahren jetzt nach Genf. Unsere Leute, die hier sind, gehen mit den Bussen zur Seite auf den Parkplatz. Und wenn es darauf ankommt, können wir die Autobahn sowieso immer wieder sperren. Bravo! Hört es denn nie auf, dass wir uns in die Kirchen flüchten oder auf die Straße, dass wir uns verstecken, fortlaufen, wieder zurückkehren, wieder fortlaufen, dass wir an den Grenzen abgewiesen werden wie eine ansteckende Krankheit, dass die Polizei uns überwacht, verhaftet, in ein Flugzeug setzt, in ein Ghetto schickt, dass wir die Gagé um Hilfe bitten müssen, die uns in Wahrheit doch nur verachten und mit unserer Not spielen? Ich und Frau, wir leben ganz 2 Jahre in Deutschland. Gewinnen ein Kind, das jetzt, dieses Kind, 2 Monate. Ne? Das hier, mein Kind, 2 Monate. Und dann jetzt muss raus in die Regierung. Das ist alles. Haben Sie denn schon eine Abschiebung? Ja, ich habe 2. Zweimal. Die Ministerium in Nordrhein-Westfalen, die hat einen Antrag mit dem Jugoslawien gemacht und die möchte uns zu verkaufen nach Jugoslawien für 10 Millionen oder etwas mehr Deutschmark. Aber wir sind keine Jugoslawien. Warum die schicken uns nichts einfach zu Saddam Hussein? Ja, weil die Saddam Hussein braucht Soldaten jetzt. Und richtig. Die Saddam Hussein kann bezahlen für die große Deutschland. In welchem Land bist du denn geboren? Ich bin geboren in Rumänien. Meine Mutter kommt aus Tschechoslowakei und mein Vater ist aus Türkei. Mein Kind ist geboren hier in Deutschland. Und welche Nationalität habe ich? Ich weiß nicht selber das. Hört mal, die Polizei will, dass wir den Platz verlassen, aber bisher haben sie uns noch nichts Schriftliches gezeigt. Wir holen unsere Sachen aus den Bussen raus und dann sollen Sie die Busse doch wegfahren. Wenn die Polizei sagt, ihr sollt eure Sachen aus den Bussen nehmen, dann holen wir sie raus. Aber wir bleiben ganz ruhig. Megafoni!
Keine Angst, wir sind keine Hunde, die man einfach vertreiben kann, so wie Hitler das gemacht hat. Sie haben genug mit uns angestellt. Okay. Mein Vater, ne, der ist seit 3 Jahren hier. Und wir sind doch auch arm wie die ganzen Menschen. Wir wollen auch hier bleiben wie die ganzen Menschen. Wir wollen doch auch leben, nicht sterben wie die Menschen, die Toten. Wir wollen leben wie die anderen Menschen. Sie versuchen gerade mit dem Innenministerium in Nordrhein-Westfalen Kontakt aufzunehmen, damit sie uns garantieren können, dass uns nichts geschieht, bis die UNO unsere Anträge hat. Die Jugoslawen sind nicht gekommen, weil sie Angst vor uns haben. Wir werden nicht zulassen, dass man uns an Jugoslawien verkauft. Ich erzähle euch jetzt davon, was wir in Genf besprochen haben. Sie haben gesagt, sie können nicht alle Roma in Deutschland als Gruppe unter ihren Schutz stellen, sondern nur Einzelne. Wir werden deshalb eine Liste schreiben mit Lebenslauf und Schicksal von allen, die jetzt hier sind. Und wir werden dann diese Anträge dort abgeben und internationale Papiere beantragen. Nicht die Schweiz oder Deutschland, sondern die UNO wird diese Anträge prüfen. Auch das ist eine neue Lüge. Die UNO gab die Anträge zurück an die deutschen Behörden, die uns die Anerkennung als heimatlose Flüchtlinge schon einmal verweigert hatten. Aber wir mussten auf diesen Vorschlag eingehen. Unsere Menschen waren erschöpft. Viele wurden krank, weil es immer kälter wurde. Und was ist aus den Menschen geworden, die in Hamburg, Bremen und Köln dabei waren? Die meisten haben sie abgeschoben. Die Gagés vergessen, wie schnell man zum Fremden wird. Es genügt ein gebrochenes Versprechen, eine Unterschrift und ein Gesetz, ein Herz ohne Mitleid. Und du wirst ausgestoßen. Du machst diese Arbeit ja schon seit mehreren Jahren. Was ist denn deine Erfahrung, so Deutsche im Umgang mit ihren Minderheiten? Das ist eine sehr schwere Frage, um das auf einen Punkt zu bringen. Es ist unheimlich kompliziert. In den letzten 3 Jahren, was ich hier mitgemacht habe, während dieser Aktion, ist eigentlich etwas, was ich versuche mal so zusammenzufassen, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass all das um Verständnis werben nichts bringt. Man will uns einfach nicht, um es mal auf diesen Nenner zu bringen. Vorurteile sind da, man versucht sie ständig zu rationalisieren, man macht aus uns die Täter, aus den Opfern, die Opfer werden zu Tätern gemacht. Das ist etwas, was wir tagtäglich erleben und sich darüber aufzuregen, bringt nichts in dieser Öffentlichkeit, also wird es auch nicht behandelt. Nein, aber was ich an positiven Sachen, auch an Selbstwandlung miterlebt habe, ist, dass deutlich geworden ist, dass es nur über die eigenen Kräfte geht. Wir können auf niemanden bauen. Was ich erlebt habe, reicht von den Unterstützergruppen, die sich selbst therapiert haben an uns, also uns wieder mal zu Objekten degradiert haben, um da ihre riesigen, was weiß ich, globalpolitischen Aktionen draus zu saugen, bis hin zu Politikern, die uns zu Wahlkampfzwecken missbraucht haben, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, die CDU, die uns in einer furchtbar üblen Art und Weise beschimpft hat, reicht das gesamte Spektrum in der ganzen Geschichte. Das hat gezeigt, es geht nur nach innen hinein, von den eigenen Kräften heraus etwas zu tun. Und das ist das Überraschende, es klappt. Es klappt, wenn man zum ersten Mal all das ausspricht, was unsere Menschen seit Jahrzehnten dachten. Ich habe es ausgesprochen. Und ich habe gemerkt, dass ich auf offene Ohren gestoßen bin, dass all das auszusprechen war, was die Menschen eigentlich gefühlt haben seit vielen Jahren, in sich drin, nämlich, dass sie doch was wert sind. Dass sie ein Volk sind, was nicht mehr betteln will, sondern ein Volk, was einfach politische Autonomie wünscht, was all das haben will und das auch erreichen wird, davon gehe ich mal aus, was eigentlich jedes Volk in Europa hat, nämlich politische und kulturelle Autonomie,
Sicherlich ist es deshalb schon reizvoll, weil wir als ein europäisches Volk, was über 15 Millionen Menschen zählt, doch in allen Staaten Europas als Minderheit lebt. Es ist schon historisch sehr, sehr interessant, wie sich das weiterentwickeln wird. Du hast mal an anderer Stelle gesagt, ihr hättet diesen Kampf von vornherein sowieso verloren. Was hast du damit eigentlich gemeint? Es ist eigentlich das, was ich tagtäglich auch erlebe, auch was wir gerade hier erleben. Während wir hier miteinander reden, finden Abschiebungen statt, überall in Deutschland, auch hier in Hamburg. Wir schlagen wie bei der Hydra einen Kopf ab und es wachsen Zähne nach. Wir sind abhängig, oder wir werden in Abhängigkeit gehalten von diesem Staat, von allen Staaten. Man erlaubt uns zu leben, bestenfalls. Selbst wenn wir uns auflehnen, erlaubt man es uns ja. Wir haben kein anderes, wir haben keine andere Möglichkeit, wir haben kein eigenes Land. Also verlieren wir von Anfang an. Jeder Roma, der geboren wird, hat im Prinzip verloren. Es geht darum, sich seinen Teil dieses Lebens zu erkämpfen. Und das müssen wir lernen. Und was ganz wichtig ist, nicht nur zu fliehen. Bin ich denn kein Mensch? Hat nicht ein Mensch Augen, Hände, Gliedmaßen, Sinne, Neigungen, Leidenschaften, mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer, wie ihr, die ihr uns zum Fremden macht? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Was sollen wir jetzt tun? Wir machen weiter. Und wenn sie uns wieder belügen? Dann machen wir einen neuen Streik. Viele von uns verstehen noch nicht, dass es so lange dauert, aber wir lernen. Wir gehen einen langen Weg.